Dann könnt ihr das Juwel auch einfach behalten, das Level 4er, und weiter sockeln, bis es hoch genug ist für eures Erdenken. Aber wenn ihr jetzt nebenan sagt, ja gut, jetzt passt das schon, das hau ich mit meiner Waffe drauf, wie ich jetzt, dann könnt ihr das einfach sockeln, drückt auf sockeln, okay, dann sockelt ihr das. Dann könnt ihr nämlich Rüstungen und Waffen sockeln, und dann kriegt ihr hier so einen Sockel, und der steht dann da unten. Das, was ich jetzt nicht mit der Maus hinzeigen kann, aber man sieht, da steht da unten orange, was für eine Plus- und Besserung ihr kriegt. Und dementsprechend werdet ihr dann auch stärker. Also es bringt auf jeden Fall was. Ihr solltet das auf jeden Fall machen. Ja, und dafür, dass diese Juwelen ziemlich günstig sind, kann man davon ordentlich was machen. Das auf jeden Fall. Und mein Pet ist wieder zurück. Es hat schon wieder eine Kiste hinterlassen, schon wieder sowas. Was auch sehr cool ist, weil ich auch mal zeigt, man kann dem Pet nämlich was schenken. Das habe ich eh schon mal gesagt mit den Eldor XP, bla bla bla. Aber man kann auch diese Eldola Licht- und Eisdinger herschenken, dann kriegt sie nämlich Verteidigung und LP-Punkte. Zum Beispiel, jetzt hat sie LP 5 bekommen, Verteidigung 2, und wenn ich ihnen Eis gebe, kriegt er Verteidigung plus 2 auch nochmal. Man kann die zwei so quasi immer wieder hochpushen, zwar nur um ein paar Pünktchen, aber diese paar Pünktchen können zu en masse werden, weil ihr könnt die only reinhauen. Nehmt ihr an, ihr habt 100 Stück von denen, dann steigt euer Pet schon ein bisschen ins Ermessliche. Ja, sagt man ja auch so gern, die Masse macht's, ne? Ja, das auf jeden Fall. So, ich werde jetzt mir die Verteidigung auf jeden Fall hochsetzen. Hier habe ich 2. Bei HP habe ich hier hochgemacht, bei den Skillbaum, weil ich habe schon wieder Skillbaupunkte bekommen. Alles klar, ich bin jetzt hier gerade das dritte Mal meine Instanz am Machen und dann klären wir gleich mal ab, ob wir davon was brauchen. Ich habe nochmal die Handschuhe gedroppt, die ich eigentlich, schon habe. Ich habe ein Höschen gesehen. Ein Höschen? Ja, wenn ich die Ult mache, sieht man bei meiner das Höschen. Der Trick ist, dass man die Haare regelmäßig kämmt. Ja. Tortuga Handschuhe. Wie fühlt es sich an, wenn man fliegen kann? Durch den Himmel zu gleiten ist wie zum ersten Mal verliebt sein. Oh. Wie süß. Niedlich. Das ist wirklich Potzek. 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 Wo bist du eigentlich, du putzige Flummi? Ich bin jetzt gerade aus der Instanz raus. Ich komme jetzt erstmal wieder. Achso, du farbst gerade Instanz? Ja, ich bin fertig damit. Ich habe jetzt dreimal gemacht. Oh, was hast du gedroppt? Moment, ich muss mich gerade aufs Fliegen konzentrieren. Ich sag's dir sofort. Ja, komm schon. Oh, jawohl, Junge. Jetzt, ich komme noch durchs Tor. Ich komme noch durchs Tor. Weltreisender, Hofdiener und Kostüm des Meuchlers. Ich glaube, ich werde mal Weltreisender holen, weil ich habe alle Kostüme dann. So, dann werde ich dir jetzt mal sagen, was ich bekommen habe. Nein, das brauchst du nicht. Ich habe Tortuga Stiefel bekommen. Meeresbrisen Handschuhe, die habe ich bereits. Blaulichtpelzmütze. Das sieht ja cool aus. Leichte Galopprüstung, Galopphelm. Ach, Tortuga Handschuhe. Zweimal Meeresbrisen Handschuhe und Ketten. Naja, können wir nichts mit anfangen. Also hast du kein Gürtel und kein Oberteil bekommen? Leider nicht. Ah, da hast du genauso Oberteil, hab ich Kettenrobe. Ne, das ist alles. Das einzige Oberteil, was ich bekommen habe, ist leichte Galopprüstung. Ja, dann hast du leider auch nicht so viel Glück wie ich gehabt. Schade eigentlich. Nee. Aber macht nix, kann man jederzeit wieder ändern. Ja, ich verkaufe mal das, was wir hier nicht brauchen. Tortuga Handschuhe hast du. Ich werde mal die Handschuhe anziehen. Die Schuhe bringen nix, weil ich habe ja das ganze Set nicht, aber die Handschuhe waren echt top. Oberteil habe ich jetzt auch nichts Prickelndes. Der Gürtel ist noch gut, den hebe ich mir mal auf, geht ab 18. Hast du jetzt Meeresbrisenstiefel schon? Nein, Meeresbrisenstiefel habe ich noch nicht. Die kannst du mir gleich geben. Dann kannst du ja schauen, ob die besser sind als deine jetzigen Stiefel, weil es bringt dir nur was, wenn du wirklich komplette Sets zusammen hast. Sonst ja, der Set-Bonus, ne? Mhm. Sonst bringt's ja einem nix. So, Meeresbrisenhandschuhe, okay. Die verringern Crit um 1, erhöhten aber SDN und Verteidigung und Leben. Allerdings auch nicht viel, aber ich denke mal, ich werde die austauschen, ja. Letztes Mal habe ich ja was ins Lager gelegt, ich erinnere mich. Hey, ich fast verpennt. Wo bist du? Da, ich sehe dich. Hallo, Ken. Oh. So. Ich sehe dich.
Du müsstest hier irgendwo bei mir. Ah, da. Da bin ich. Hier. Du hast dasselbe Set wie ich genommen. Wie süß. Das ist ja geil. Das passt ja geil. Ah. Das passt, ey. Möchte mit handeln. Ja klar. So. Oh lol, was? Ich kann die nicht handeln, die Meeresbrisenstiefel? Hast du die schon mal angezogen? Nein, eben nicht. What? What? Instats drop nicht handelbar? Okay, das Spiel ist scheiße. 0 von 10 Punkten. Wir werden sich Let's Play sofort beenden. Nein, natürlich. Weil jetzt ein paar Handschuhe nicht handelbar sind. Die Schuhe. Das war gut, ne? Der war gut, gell? Ja, der war gut. So, aber das macht nichts. Wir haben trotzdem XP bekommen alles. Und da toppt das auf alle Male. Jetzt muss ich mit Bella sprechen. Ich muss mit Bella und Fakey sprechen, ja. Ah, die bist du genauso weit wie ich. Haha, ich fliege, dann bin ich schneller. Tschüss. Da bin ich wesentlich schneller. Oha, 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 Standbilder, Lex, oha. Ja, oh Gott, da kloppen sie ja, Alter, da kloppen sie ja alle. Alter, Alter, da ist er, ui, Alter, nein, ich will nicht. Boah. Okay, ihr habt gesehen, wenn sowas ist, werden wir uns davon entfernen. Ja, die haben gerade diesen Weltenboss getötet, den Leviathan. Ja, aber den kann man gar nicht töten, der ist Level 99, der kriegt keinen Schaden. Sie wollen die kann machen. Man den töten. Ja, wer soll was machen? Ja, indem du mit 50 Leuten drauf haust. Über 50, ja. Die alle so an die Level 60. Oh nein, jetzt muss ich wieder an dem. Boah, ich dachte schon, ich muss jetzt wieder an dem vorbeilaufen. Ja, ich hatte die Sorge auch gerade. Okay, alles klar. So. Aber wir werden da wahrscheinlich eh noch hinkommen. Wir werden da noch ganz oft dran vorbeilaufen, glaube ich. Oh Gott, ich habe da voll die Lecks und die Stadtbilder, du auch? Ja. Alter, das ist schlimm. Okay, ich bin bei Fruchtkäfer. Fruchtkäfer, Busch. Ey, da ist der Boss. Ja, mach ihn down. Hast du was von? Ja, mach ich. Zack, ült. Ült. Da hat er ihn geültet. Oh, geil, Alter. Die nee, Kiste gehört auch dir. Die musst du dann abgeben. Weißt du schon wo? Nein. Dann werde ich dir das demonstrieren und zeigen. Indem ich einfach auch einen Boss töte, welcher lebt denn gerade. Sei so ein Karren hinter mir. Kann nicht sein. Ich muss aber noch 4 Fruchtkäfer töten. Ja. Muss auch noch ein paar töten. Ich werde immer stärker von Damage. Das gefällt mir sehr gut. Ich mache auch schon richtig viel Damage und ich kritte auch schon ziemlich viel. Ja, ich bin ja aber auch ein Tank, ne? Ein Unterschied. So, ich habe alles. Wir können wieder zu Bella. Na, ich muss noch Bella eine töten. Schatz, ich komme. Nein, ich gehe Flummi nicht fremd. So, Bella und ich mache gerade wieder so einen geilen Moonwalk. Oh, Bella. Bella Delissima. Ja. Mm, mama, 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 lecker. Mm, Spaghetti. Mia. Spaghetti. Bella, gib mir Spaghetti. Mm. Lecker, lecker, lecker. Oh lol, hier sind die gleich. Ich wäre jetzt voll drüber geflogen wahrscheinlich, wenn ich die abgebrochen hätte. Alles klar. So, ich werde dir dankbar, wenn du mir sagst, wo ich das diesen Karren jetzt. Ach, den kannst du 30 Minuten abgeben. Du hast da oben Buff, da kannst du 30 Minuten erst abgeben. Mach deine Quest. Ach so. Ja, der bleibt ewig. Jetzt hab ich so einen Karren, ich glaub gar nicht. Tja. Bist ein ganz cooler Karrenfahrer. Ha, ja, ha, pass auf, Karrenfahrer. Ich schmuggel die Drogen. Na, ne Drogen. Willst du mich etwa androgen? Ja. Willst du mich etwa... du schmutziges Ding, du. Ich hab dich durchschaut. Ich weiß, was du vorhast. Das wird nicht funktionieren. Ja. 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 Nein. Okay, bunt und schweif. Putz, putz. Jawoll, schön viel Schaden. Das ist toll. So, bam. Putz. So, auf jeden Fall müssen wir auch noch da ein paar Fragen beantworten. Ich bin ja noch nicht fertig. Ja. Ich lauf mal dahin und gehe dabei in den Internetbrowser wieder. Was haben wir denn noch da? Kannst du mir einen Tipp geben bei Spiel für Fernkämpfer? Kann ich auch, weil ich schon den Bogi getestet habe und Flummi spielt ihn auch schon, aber ich bin weiter als er.
weil er Let's Play Bogey macht. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, als Fernkämpfer wäre die beste Klasse der Kanoniden-Heini. Das ist dieser eine mit dieser riesen fetten Kanone aus dem Grund, weil er Monster oder besser gesagt Maschinen rufen kann, die von der Ferne schießen. Die können quasi auch tanken. Damit kannst du da quasi Maschinen aufstellen, während du da von hinten Damage drauf knallst, wie Sau. Ach so, ja, ja. Das müsste man natürlich wissen, ne? Das ist natürlich sehr nice. Und die Lex hören anscheinend auf, die hauen den Boss nicht mehr, sie ist anscheinend tot. Aber ja, stehen noch haufenweise Spieler. Ich gehe da jetzt mal hin. Scheiß drauf. Also kloppen tun sie nicht mehr, das sehe ich. Aber hier stehen ein Mass. Ist ja weg. Sie stehen hier stehen en masse von Spielern. Das sieht ganz witzig aus. Ja, das stimmt. Welches Level sind die denn so meistens? 4, 5. Hier von One Piece 50. Aber der Boss ist Level 99, ne? Das musste man mal zur Erwähnung sagen. Eigentlich ist der ziemlich krass. Respekt. Aber die haben ja auch Healer und sowas. Das sieht man auch. Ja. Der ist ja auch gar nicht mehr da. Man kann auch ziemlich viel erreichen, wie man hier sieht. Mit jede Menge Klassen. Also hier sind fleißig Spieler. Ja. Und wenn man höher kommt, kann man bestimmt was erreichen hier zusammen. Also wenn man eine riesige Gruppe hat. Du bist hinter mir. Ja, hi. Ich gehe Quest abgeben. Mhm. Weil ich musste mir mal die Spiele anschauen. Ich war neugierig. Habe ich mir auch angeguckt. Ich war neugierig. Okay, von Smaragdwald. Bergschnecken töten. Bergschnecken, das klingt doch geil. Oh, ich hab sie. Bergschnecken töten. Bergschnecker dadan. Boots. Aber ich bin froh, dass sie mit den Drachen fertig sind, weil das ja, ist... das war echt heavy. Nicht nur wegen der Lex krass, sondern auch wegen der Drachen. Wenn der die Aoi macht und ihr dann irgendwie diese Blütenviecher questen wollt, weil die kommen auch noch bei uns, das sag ich auch gleich. Oder dran vorbeilauft. Ne? Dann kriegt ihr die Aoi ab und seid tot, da war's das mit dem Questen. Ja, das geht ratzfratz. Da habt ihr dann bestimmt Quest-Spaß. Okay, jetzt die Bergschnecke. So, ich bin fertig mit meinen Schnecken. Ich hab meine Schnecken alles und gesammelt. Ich bin auch nicht fertig damit. Ich muss noch. Na, musst du auch noch ein paar Schnecken einsammeln? Ja, da vorne muss ich noch eine Bergschnecke töten. Ah, diese Schnecken. Für die Schneckenfleisch. Boah, dieser Kern, der geht mir so auf den... auf den Pilz? Ja. Der nervt. Wann kann ich den denn abgeben? Du kannst ihn unten abgeben bei Chris, den Stadtwachen. Tortuga Stadtwache Chris, kannst du sie abgeben. Ah, wunderbar. So, ich gehe dabei in die Instanz, während er hier diese Karre abgibt. Karre. Gibt die mir einen Buff, solange ich die mit mir rumtrage, oder? Nein. Kannst sie nur abgeben. Ach so, habe ich so lange Zeit, das abzugeben, oder? Jo. So, ich kloppe jetzt mal on Mass Monster, weil ich der Mega Ulti Tank hier schon bin. Schlechter. Okay, alles klar, gehen wir mal auf die Karte. Wo ist denn hier dieser liebe Chris? Oha. Der haut mich hier. Ah, ich muss die Pilze hier sammeln. Ich sehe es gerade. Kommt her, meine Pilzchen. Oh, ja, ich stehe auf Pilze. Bin ich doof? Da kann ich doch eben in die Instanz gehen und den einen Pilz mitnehmen. Ja, aber du musst auch Monster und Bosse töten. Oder nicht? Ach, ich gehe da eben rein. Zack. Okay, wow. Eben reingehen. Wegbringen geht oder nach. Ach ja, es bringt nichts, die anderen Pilze einzusammeln. Es sollte also nur den einen sammeln. No. Ich hab ihn ja schon, ich gehe ja schon, bin ja schon wieder am rausgehen. Wetten, der Boss droppt jetzt unser Oberteil und unser... Ja genau, der droppt jetzt unser Oberteil und unser anderes Zeug. Ich bin so blöd und ich habe jetzt halt diese scheiß Handschuhe weggetan, ne? Ja. Ne, die Schuhe habe ich nicht. Fuck. Pff, lol, ich bin fast abgekratzt. Lol, ich bin fast abgekratzt. Was? Du kratzt ab? Ja. Stellst du das an, Digga? Ich hab zu viele an mich rangeholt. Ja, dann jetzt mach die Instanz jetzt aber auch eben durch. Ich mache jetzt den Boss platt. Ich hoffe, der droppt mein Gürtel und mein Oberteil, weil dann schaue ich nochmal, dass ich in die Instanz vorhin reinkomme und mir nochmal die Schuhe besorgen kann. Das wäre ganz freundlich. Mhm. Ich habe zweimal den Gürtel von meinem Set bekommen. Nee, die Instanz kommst du nur einmal am Tag rein. Also dreimal, ja, ich weiß schon. Aber vielleicht ist ja ein Bug, es ist ja Open Beta. Ja. Ich erhoffe mir eine Bug, okay? Bist du nur zufrieden? Bist du nur glücklich? Du hast meine Gefühle verletzt, Arsch! Ist ja gut, war ja nicht böse gemeint. Okay. So, jetzt brauche ich das Oberteil noch. Ich glaube, ich werde jetzt hier ganz schnell mal den Boss nur kloppen. So, Boss, komm her. Weil ich glaube, die Monster bringen hier gar nicht so viel. Wie bringen denn die Monster? So ein Prozent, oder was? Nee, ja. Nee, da mal. Die bringen gerade mal ein paar XP.
Also sind es eigentlich nicht wert, die alle wegzukloppen. Ich glaube, da bringt es eher was, den Boss einem wegzunatzen für das Item und dann raus hier. Oh, aber die lassen Kisten liegen, die Monster, wenn du Glück hast. Mit Bluey-Zeug. Meeresbrisenhemd! Tortuga-Gürtel! Jetzt brauchst du nur noch den Gürtel, ne? Ja, ich habe Tortuga-Gürtel bekommen, aber ich jetzt scheiße. Hast du denn das ganze Set dann, oder fehlen dir auch die Schuhe? Mir fehlen die Schuhe. Na toll, dann fehlen uns beide die Schuhe, ey. Wieso habe ich meine weggeworfen? Ich hätte das Set gehabt. Ich bin doch so doof. Ich werde nicht bekommen jetzt das Teil. Jetzt fehlen mir dann genau die Schuhe, ich wette auf. 10 Azurkristalle habe ich bekommen. So, du darfst jetzt sterben gehen, mein Freund. Zack, weg. Und ich habe den Oberteil, ich wusste es. Verdammte Scheiße. Ich habe auch deinen Gürtel. Haha. Ich habe deinen Gürtel. Ich habe jetzt das ganze Set bis auf die Schuhe. Ich bin so behindert. Warum? Ich habe die Schuhe auch nicht. Okay. Dann habe ich jetzt alles. Dann schaue ich doch nochmal. Vielleicht habe ich doch Glück, aber ich glaube nicht. Da muss ich warten. Wann gehen die Instanz wieder? Innerhalb ein paar Minuten oder Stunden. Weil wir nehmen ja nur eine Stunde auf. Oh ja. Wieso? So, jetzt gucke ich mal eben. Also. Kettenrobe 9. Tortuga-Gürtel ist für dich. So, dann gehe ich jetzt hier wieder ein paar Quests machen, während ich der Flummi sich abfarmt. Wo war denn mein bäres Prisenhemd? Ein Apfelbaum. Oh, da. Ich habe ihn gefunden. Apfelbaum. Hey. Fertig. Cool. Das war easy. Easy. Too easy. Toll. So, jetzt darf ich wieder einen Skill hier reinlegen. Da war das. Ah ja, wenn ihr die wissen wollt, wie ihr die Skills hier reinlegt und seht, das sind immer die vorderen und da müsst ihr dann immer hinklicken. Da stehen Hauptskill, offensive Skills, dann seht ihr auch, was die bringen hier unten. GS und SDN. Ich nehme SDN, weil GS bringt mir 0. Ich brauche ein bisschen Schaden und Death und Leben. Das braucht ein Tank, ja. Ich werde ihn übrigens hybride bauen, weil ich herausgefunden habe, ab Level 40 kann man eine zweite Klasse wählen. Das heißt, ja? Du kannst auch Axtspieler werden. Ja, klar, du kannst auch zum Beispiel Axt oder Bogen spielen oder zum Beispiel Bogen und Tank oder Healer und Tank und sowas. Das ist ziemlich cool. Oh, ist doch geil. So, jetzt werde ich mal erstmal in die Stadt gehen und diese scheiß Karre hier wegbringen. Also man sollte schon irgendwie richtig skillen, damit es sich auch lohnt. Wahrscheinlich da, wo das Fragezeichen ist. Wie meinst du das da, wo das Fragezeichen ist? Ne, da wo ich, Ausrufezeichen. Da wo, in der Stadt, wo das Ausrufezeichen ist, dass ich da die Karre hinbringen muss. Ah. So, jetzt brauche ich Scale Stau. So, jetzt wäre ich dir dankbar, wenn du mir nochmal eben sagst, wie der Typ heißt. Chris. Chris, alles klar. Chris, wo bist du? Ich suche dich. Ganz stumpf heißt er mal Chris. Unser Chris. Ach, der Chris wieder. Ja, mei, der Chris, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hat auch mal, hat auch nichts mehr aufgenommen, ne? Der war ewig lang immer da. Ne, ne. Echt ein fauler Sack geworden. Ey, Chris, wo treibst du dich schon wieder rum? Ich finde ihn hier nicht in der Stadt. Der ist unten beim Stadttor. Ganz vorne, siehst du die zwei Sterne da? Auf der Web? Moment. Das sind so Sterne. Ein Stern, der deinen Namen trägt, Flummi. Ja, meinst du die ganz links? Ja, das ja. Da daneben ist dann dieser Chris. Daneben ist dann dieser Chris. Chris. Da ist er. Ja, der Chris. Chris, du Mongo, was schleichst du hier draußen? Und jetzt musst du ihn damit anlabern, welchen Boss du gekillt hast. Zweite. Das war der zweite, sagst du? Ja. Nein, war es nicht. Dann der erste. Der dritte ist es auf jeden Fall nicht und der vierte auch nicht. Das weiß ich. Ist keiner von denen, ich klicke an. Klar, du hast ja eine Kiste bekommen. Ist die Karre jetzt weg? Hast du eine Kiste im Inventar? Oh, nee, ob ich nicht. Ja. Ist im Inventar, ja. Ja, siehst du. Eine gelbe, eine grüne? Ja, es war eine grüne. Ja. Du bist doof. Klar war es der zweite, ich weiß es doch. Lüg mich nicht an! Was fällt dir ein? Psst, ruhig bleiben! Nix ruhig bleiben! Ich geb dir gleich ein blaues Maul, ruhig bleiben! Ganz nix mehr ruhig bleiben! Jetzt geh ich wieder verkaufen.
Ich verkaufen. Verkaufen. Gehst du kaufen? Kaufen essen. Lecker. Kaufen. Verkaufen. Verkaufen. Und ich kann dir noch eine Quest nehmen. Kinkau. Ah, wunderbar. Die Quest ist geil. Jetzt habe ich hier so, mehr, ich habe hier auch noch ein paar Quests mehr. Ja, bei mir geht's richtig ab hier.